Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr Fingernägelschablonen ganz einfach auf eure Finger draufklebt. Also, ich habe hier solche Fingernägelschablonen, die sind von Primark und die haben auch nur 1,50 € gekostet. Und die trage ich jetzt auf. Also, erstmal gucke ich, dass ich die Schablone nehme, die auch auf meinen Finger passt. Also nicht zu groß nehmen. Danach nehme ich mir die Schablone und ziehe sie mir vorsichtig ab. Ich suche mir den Finger aus, auf den ich das haben will, und lege es ganz vorsichtig drauf. So. Und dann fange ich an, das Ganze ganz leicht anzudrücken. Und zu gucken, dass ich halt keine Falten im Sticker bekomme. So. Und dann seht ihr, es bleibt ein kleiner Rest übrig. Dazu nehmt ihr euch so eine Schere, so eine kleine Nagelschere, schneidet das Ganze vorsichtig ab. So. Und das ist dann das fertige Ergebnis. Ich zeige es euch nochmal auf dem anderen Finger. Ihr nehmt euch eine Schablone, zieht sie vorsichtig ab. Legt sie auf den Finger drauf. Und fängt an, das alles so leicht anzudrücken. So. Und den Rest schneidet ihr wieder mit dieser Nagelschere vorsichtig ab. Und das war es auch schon. Also das sind dann meine fertigen Ergebnisse. Das und das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß beim Nachmachen.